Das neue WRC ist mit Lenkrad fantastisch zu fahren. Allerdings müsst ihr einiges einstellen, sonst klappt es nicht. Denn bei Rallye läuft einiges anders ab als beim herkömmlichen Simracing auf Asphalt. Einerseits wollt ihr nicht zu viel Force-Feedback-Druck am Lenkrad haben, denn ihr müsst schnell reagieren. Ihr müsst nämlich viel mehr lenken als bei Rundenrennen. Das heißt, ihr braucht auch eine leichtgängige Lenkung, auch deswegen, weil ihr ermüdungsfrei fahren wollt, wenn ihr beispielsweise eine 30-Kilometer-Etappe absolviert, was schon mal 20 Minuten und mehr dauert. Das geht dann ganz schön in die Arme. Gleichzeitig wollt ihr allerdings auch die Effekte spüren, was der Untergrund unter eurem Auto tut. Und da gibt es einiges einzustellen. Zuerst einmal am Lenkrad. Ich habe hier ein Fanatec DD Pro, was ja baugleich ist mit dem CSL DD und das Ganze mit einem einfachen CSL-Lenker. Für Rallyes eignen sich runde Lenker grundsätzlich besser, einfach deswegen, weil ihr viel mehr lenkt und viel mehr hin und her korrigiert und auch notfalls auch mal umgreifen müsst. Beim Lenkeinschlag gleich mal der wichtigste Tipp. Ihr fahrt nicht mit dem vollen Lenkeinschlag, 1080 Grad, 900 Grad, was auch immer, sondern maximal mit 360 Grad. Das reicht, damit ihr das Auto hin und her wuchten könnt. Die Sensitivität, wie erwähnt, 360 Grad. Mehr braucht ihr nicht. Das Force Feedback ist in dem Fall auf 100. Das erscheint jetzt viel, allerdings sind die Effekte reduziert. Der FFS-Wert bleibt auf Peak, das heißt, ihr habt immer den Spitzenwert bei den entsprechenden Force-Feedback-Effekt. Der NDP-Wert, der Natural Damper, den habe ich auf 9. Die Natural Friction habe ich auf 12. Den Natural Inertia-Wert auf 2. Die Interpolation auf 3, sonst kommen die Effekte zu harsch an. Der FEI-Wert auf 80. Der Force-Wert auf 100. Der Spring-Wert auf 80, der Dämpferwert auf 90 und die Brake Force, die habe ich nur auf 40. Bei Rallye habe ich den Wert runtergesetzt, weil mir die Lenkung genauso wie das Bremspedal relativ leichtgängig sein soll. Einfach damit ich eben schnell mal anbremsen kann, schnell den Wagen rotieren lassen kann und damit ich schnell aus die Kurven rauskomme. Im Spiel stellt ihr auch einiges ein. Unter Optionen und Extras gibt es die Steuerung, wo eure Wheelbase auch erkannt werden sollte. Und hier geht ihr zunächst mal auf Kalibrieren. Und zwar einfach deswegen, damit ihr den korrekten Lenkeinschlag hinkriegt. Das heißt, ihr dreht den Lenker voll herum mit diesen 360 Grad und dann dreht ihr den Lenker um 90 Grad in eine Richtung. Dasselbe dann mit den Pedalen. Hier sollten eure 2 bzw. 3 Pedale ganz normal angesprochen werden. Unter dem Begriff Schubregler ist übrigens das Gas gemeint. Danke für diese holprige Übersetzung, EA. Bei den Tastenbelegungen solltet ihr unbedingt gucken, wo die Handbremse belegt ist. Glücklich ist derjenige, der eine separate Handbremse hat und vielleicht auch noch einen separaten Shifter. Ich habe das jetzt hier nicht. Ich schalte tatsächlich mit den Schaltwippen am Lenkrad, was echt gut geht. Und ich habe die Handbremse hier in meinem Fall auf Kreis gelegt. Das ist einfach die Taste, die am nächsten bei mir am Daumen dran ist. Das sollte auf jeden Fall eine Taste sein, die ihr relativ schnell auch in Lenkmanövern benutzen könnt. Solltet ihr aber mit Automatik fahren, dann könntet ihr die Handbremse auch einfach auf eine Schaltwippe legen, was auch super praktisch ist. Ich rate euch allerdings, schaltet lieber manuell, weil ihr kriegt da ein viel besseres Gefühl für die nächste Kurve, weil ihr genau wisst, wie oft ihr runterschaltet, in welchem Gang ihr seid und welche Kurve angesagt wird. Da müsst ihr gar nicht mehr hinschauen, in welchem Gang ihr seid, ihr wisst es einfach. Dann geht ihr bei eurem Lenkrad auf Gerät bearbeiten und dort auf Vibration. Viele Werte müsst ihr nämlich hier runtersetzen. Die sind alle auf 100 eingestellt, aber ihr müsst das runterpegeln. Das Rückstellmoment, das ist die Stärke, wie schnell das Lenkrad zurücksetzt. Das habe ich auf 70. Die Lenkradreibung auf 65. Die Reifenreibung auf 35. Bei diesen beiden Werten muss ich dazu sagen, dass viele Racer hier die Werte weiter runtersetzen. Also Lenkradreibung, auch manche gehen da auf 30 oder drunter. Reifenreibung, manche gehen da auf 15. Allerdings habe ich zu wenig Gefühl dann. Aufhängung auf 60, Reifenschlupf auf 80. Die Effekte vom Motor auf 60. Wenn man das nicht mag, kann man das auch komplett abschalten. Kollisionseffekte auf 70, die Softsperre auf 60 und der Rest bleibt standardmäßig. Bei diesen Werten habe ich lange herumprobiert, bis ich etwas hatte, was mir taugt. Ihr könnt diese natürlich auch als Richtwerte nehmen, allerdings sind die vielleicht jetzt nicht perfekt für euer Setup. Ergo probiert gerne damit herum. Stellt Effekt für Effekt nacheinander ein und dreht damit ein paar Runden, beziehungsweise schlittert damit durch ein paar Kurven, dann kriegt ihr dafür ein Gefühl. Es unterscheidet sich nämlich auch stark, ob ihr auf Asphalt eine Rallye macht oder auf Schotter oder auf Schnee. Entsprechend weicher oder härter ist dann auch die Lenkung.
Ihr könnt auch wahlweise entweder mit der Dashboard-Cam fahren, also mit der Armaturenbrettkamera, was ich sehr gerne mache, oder eben mit der Cockpit-Kamera, wo ihr auch das Lenkrad seht. Manche benutzen vielleicht auch lieber die Motorhaubenkamera, manche die Verfolgerkamera, wobei auf die Verfolgerkamera, das würde ich nur nutzen beim Einsatz mit Controller. Beim Lenkrad würde ich definitiv immer innerhalb des Wagens mich positionieren. Und mit diesem Setup habe ich einen Riesenspaß auf den Rallye-Etappen bei WRC. Dieses Setup, das nutze ich übrigens auch in Dirt Rally 2.0, was mir persönlich ja immer noch besser gefällt im Einsatz mit Lenkrad. Aber ich muss sagen, EA Sports WRC macht das Ganze richtig, richtig gut. Mir gefällt die Steuerung auch viel besser als bei den Vorjahres-WRC-Teilen. Und ich hoffe natürlich auch, dass Codemasters in den nächsten Jahren ein weitaus verbessertes WRC-Spiel uns bieten wird. Denn es gibt, wie gesagt, einige Baustellen, worüber ich mich ausführlich in diesem Video hier auslasse.